Kevin Schöneberg, heute Hansa Rostock. Dominantes Spiel oder würden wir sagen glücklicher Sieg oder war das verdienter Sieg heute? Nee, ich denke, dass wir hier auf jeden Fall verdient als Sieger vom Platz gehen. Wir haben 90 Minuten, denke ich, das Spiel dominiert. Wir hatten ein, zwei Möglichkeiten. Da waren wir vielleicht nicht wach genug, aber denke ich, ansonsten haben wir das souverän über die Bühne gebracht. Was sagen Sie, entscheidende 2-0, wichtig, unwichtig? Ja, macht Pio überragend und so, ne? Als dann Benjamin Siegert die Bremse rechts raus war, hat man gemerkt, kam direkt wieder ein bisschen Tempo ins Spiel und gut, aber mit dem Alter dann so ab 33 wird es dann natürlich auch schwierig. Ich habe auch gehört, der Siegert hat nur einen Vertrag bis zur 75. Minute, stimmt das oder? Ja, weil der kriegt da nur 100%, danach wird ihm abgezogen, wenn er dann ein bisschen Faxen macht, aber von daher denke ich, hat er sich bis dahin aufgerieben und das Ding gut gelöst. Na komm, mach es, fertig. Rocky Krone, 2-0 Sieg in Rostock, zufrieden, glücklich? Ja, besser geht nicht, doch. 3 Punkte, wieder Platz 2, glaube ich. Tor gemacht, schon. Ja. Dominik Schmidt, Glückwunsch zum 2-0-Sieg. 3 Punkte im Nikolaus steht für die Preußen. Zufrieden mit der Ausbeute? Ja, sehr, sehr. Wir haben heute ein starkes Spiel abgeliefert von der ersten Minute an. Von 1 bis 11 war das eine ganz starke kämpferische Leistung auf schweren Bedingungen. Kompliment an die Mannschaft. Also ich denke, wir gehen hier ganz klar als verdienter Sieger vom Feld und fahren glücklich mit 3 Punkten nach Hause. Einmal auf Saison. Die kennst du ja schon. Ja, ein bisschen zu groß, ne? Gibt's kein M bei dir? Nee. One side. Ja, ich denke, wenn du auswärts gewinnst, 3 Punkte holst, ich denke, das ist immer überragend. Aber ich bin froh, dass wir als Mannschaft heute eine sehr super Leistung gemacht, kämpferisch, taktisch sehr, sehr gut gemacht. Und ja, seit ein paar Monaten waren wir gut auswärts, aber hat immer was gefehlt. Und ich denke, ja, ist einfach gut, heute 3 Punkte zu holen. Das ist sowieso, wenn du auswärts gewinnst, Pluspunkt. Und ich hoffe jetzt, dass unsere Busfahrer schnell nach Hause fährst, schnell als möglich. Und dann ja, sind wir froh. Ja, ich bin zufrieden, dass wir die Partie so angegangen sind, wie wir uns das vorgenommen haben, nämlich konsequent die Verunsicherung des Gegners. Für den Gegner stand ja viel auf dem Spiel, nicht nur tabellarisch, auch die Diskussion um den Trainer war sehr brisant. Von daher war es wichtig, dass wir gleich die Verunsicherung ausnutzen. Und das kann man nur, wenn man den Gegner früh stört, wenn man immer wieder Akzente nach vorne setzt, das Publikum ja, nicht auf die Seite der Heimmannschaft schlagen lässt. Und das haben wir sehr gut gemacht, haben dann den Führungstreffer erzielt, indem wir hat man ja auch gesehen, dass wir durch Vorchecking und einen Ball erobert haben. Rocky hat dann bewiesen, dass er auch aus der Startelf Treffer erzielen kann. Das freut mich sehr, weil wir haben auch gerade gestern noch sehr viele Gespräche geführt. Und ja, dann hat es lange gedauert, bis wir das 2-0 machen, den Sack zumachen, sodass es lange Zeit dann natürlich eine enge Partie war, wo man mit allem rechnen musste. Ja, jetzt kommen wir mal vom Spaß zum Ernst. Kevin, heute ein wichtiger Auswärtssieg, endlich mal wieder. Wir haben uns viel vorgenommen, ihr habt euch viel vorgenommen, wir als Zentrale haben uns viel vorgenommen und ihr als Spieler auch. Und auf jeden Fall geht der Sieg auf jeden Fall für euch in Ordnung. Aber was sagst du zu den anderen Ergebnissen, die du gesehen hast auf der Anzeigetafel? Ja, ich habe nur gesehen, dass Duisburg gewonnen hat. Die sind jetzt wieder dran. Ich glaube, Wien hat verloren. Und, aber wenn wir auswärts die Spiele gewinnen, jetzt auch noch dazu und unsere Heimserie ausbauen, dann ist es egal, wie die anderen spielen. Dann bleiben wir oben dran und sind unter den ersten 3. Alles klar, soweit Kevin Schöneberg. Schönes Spiel gemacht heute. Wir gehen in die Sendezentrale zurück und wünschen euch allen noch einen schönen Abend. Grüße, die Preußen.